Das Appenzell in der Ostschweiz, wie es im Bilderbuch steht. Sattgrüne Wiesen, blauer Himmel, in der Ferne steil aufragende Berggipfel und viele Kühe, die noch mehr Milch geben. In der Schaukäserei in Stein werden rund 21.000 Liter davon angeliefert, jeden Tag. Wir zeigen Ihnen, wie daraus der weltberühmte Appenzeller Käse hergestellt wird. Normalerweise darf dieser Raum aus hygienischen Gründen nur von den Käsern betreten werden. Heute sind Sie mit dabei. Die Milch wird in diesem Stahlbehälter, dem sogenannten Käsekessi, erhitzt. Gerade ist das Lab als Gerinnungsstoff der Milch beigegeben worden. Mit einer Käseharfe und genau vorgegebenen Bewegungen wird die geronnene Milch jetzt in möglichst gleichmäßige kleine Würfel geschnitten. Danach wird der gesamte Käsekessi-Inhalt abgepumpt. Die Masse landet in den 80 kreisrunden Vertiefungen, die zugleich als Sieb- und Käseform dienen. Die Flüssigkeit fließt ab, zurück bleiben die Käsekörner. Diese werden nun gepresst, wobei jeder Käseleib einem Druck von bis zu 110 kg ausgesetzt wird. Dazwischen wird dem Appenzeller Käse sein Käsepass aufgelegt. Der Käsepass ist wie eine Geburtsurkunde mit Herstellungsort, Herstellungsdatum und dem Echtheitszertifikat. Anschließend kommen die Käseleibe für 20 Stunden in den Abtropfraum. Danach werden sie ins Salzwasserbad getaucht. Rund 18.000 Liter Wasser und sagenhafte 3,5 Tonnen Salz sind in dem Salzbad. Jeden Tag werden nochmals 50 kg Salz dazugegeben, denn der Käse nimmt Salz auf und gibt Wasser ab. Hier im Käsekeller werden die Laibe nun gelagert. Die Temperatur liegt konstant zwischen 14 und 15 Grad Celsius und die Luftfeuchtigkeit bei ca. 93%. Bis zu 12.700 Appenzeller Käseleibe reifen gleichzeitig in diesem Hochregallager. Den sortentypischen Geschmack bekommt der Appenzeller Käse dadurch, dass jeder Käseleib ausgiebig mit der geheimnisvollen Kräutersulz eingerieben wird. Nur zwei Personen kennen das streng gehütete Rezept dieses natürlichen Käsebalsams. Die Sulz erst macht den Appenzeller Käse unverwechselbar im Geschmack. Käseliebhaber auf der ganzen Welt essen ihn gerade deshalb so gern. Well,